Das Fischsterben in Hamburg geht weiter. Die Gewässer sind in den vergangenen Tagen von einem traurigen Bild geprägt. Aufgrund der extremen Wetterbedingungen hatten viele Fische keine Chance und verendeten. Es ist kein schöner Anblick. Tote Fische schwimmen an der Wasseroberfläche, wie hier im Isebeek-Kanal in Eimsbüttel. Was auf den ersten Blick nach ein paar Einzelfällen aussieht, ist in diesem Jahr besonders dramatisch. Laut Umweltbehörde wurden 2023 bereits ganze 800 Kilogramm toter Fische geborgen. Beim NABU hat man uns heute erklärt, wie das traurige Phänomen zustande kommt. Also aufgrund der Starkregenereignisse der letzten Tage ist es passiert, dass in einem sehr kurzen Zeitraum sehr viel Wasser mit sehr viel mitgenommenen Schadstoffen und biologischer Masse mit in die Gewässer gekommen ist. Und diese ganzen Materialien sind dann abgebaut worden von Mikroorganismen, die einfach im Wasser leben. Und das ist sehr sauerstoffintensiv. Und dadurch sinkt die Sauerstoffkonzentration im Wasser sehr schnell ab. Und das führt eben dazu, dass die Fische keinen Sauerstoff mehr zum Atmen haben. Die Problematik haben auch Wassersportler und Bootsverleiher bemerkt. Sie sind teilweise schon selbst aktiv geworden. Bei uns ist es seit Freitag, letzten Freitag hat es so angefangen, dass tote Fische hier waren. Wir dachten uns erstmal so ein bisschen nichts dabei, als es erst gestern haben wir erst angefangen, diesen Geruch wahrzunehmen. Und da waren sehr viele Fische. Wir haben auch schon sehr viele gefangen und weggeworfen, ungefähr 15 Kilo oder so, auch mit Müll. Und jetzt machen wir halt hier weiter. Und das ist wirklich schrecklich. Wir waren dann auf der Außenalze, also klar, wir sind erst zum Rondellteich gegangen, da waren wir im Wasser, weil da war wirklich nicht viel mit den Totfischen und auf der Außenalze auch nicht. Und dann in den Kanälen haben wir es dann aber da doch gelassen, wo uns dann extrem diese toten Fischmengen aufgefallen sind, weil das war uns dann doch ein bisschen zu eklig. Dann haben wir auch überlegt, woran es liegen könnte und dann haben wir am Montag dann erstmal geguckt und herausgefunden, dass es dann an diesem Sauerstoffmangel lag. Denn liegt dieser unter 3 Milligramm Sauerstoff pro Liter, wird es laut Umweltbehörde kritisch für die Fische. Dieser Wert wurde in Hamburgs Gewässern bereits mehrfach unterschritten. Besonders deutlich zeigen sich die Auswirkungen im Bereich der Kanäle. Das bedeutet aber nicht, dass zum Beispiel in der Elbe keine Fische verenden würden. Also wir sehen mittlerweile in der Elbe schon an den Messstationen Sauerstoffwerte von unter 2 Milligramm pro Liter. Das bedeutet, das ist eine absolute Todeszone für Fische. Das heißt, die kommen da nicht mehr durch. In der Elbe merkt man das Fischsterben nicht so, weil durch den Strom einfach die ganzen toten Fische weggetragen werden. Aber ja, der Sommer wird noch lang, die Trockenheit wird weiter zunehmen, es wird weiter wärmer. Und auch deswegen nur noch mal der Appell, wir müssen die Folgen des Klimawandels stärker abmildern. Eine spezielle Sauerstoffanlage im Isebeek-Kanal soll eigentlich verhindern, dass der kritische Wert von 4 Milligramm Sauerstoff pro Liter nicht unterschritten wird. Diese war durch die extremen Wettereinflüsse der vergangenen Tage jedoch überfordert. Außerdem gibt es eine solche Anlage bisher nur einmalig. Die Umweltbehörde äußerte sich dazu wie folgt. Das Installieren von Sauerstoffanlagen ist nicht flächendeckend möglich und auch in seiner Wirksamkeit begrenzt. Durch die seit mehreren Jahren durchgeführte Umsetzung zahlreicher Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung der hamburgischen Gewässer soll deren Zustand so verbessert werden, dass sie auch Extremsituationen besser überstehen können. Ein besonders dramatisches Bild zeigte sich bereits Anfang Juni im Lottbeker Teich in Volksdorf. Massenhaft tote Fische lagen im flachen Wasser. Auch Kröten und Kaulquappen waren betroffen. Laut NABU war im Winter der Wasserstand durch Reparaturarbeiten an dem Staubecken abgesenkt worden. Die Trockenheitsperiode im Frühjahr und Sommer taten ihr Übriges dazu. Die zahlreichen toten Fische in Hamburgs Gewässern werden in diesem Sommer leider nicht die letzten gewesen sein.